Ey, guck mir jetzt nicht zu. Jetzt. Perfekt. Ja, wer ist jetzt der Schwächling, hä? Halt. Was geht, meine lieben Freunde? Willkommen zum nächsten Part von Kingdom Come Deliverance. Und wir sind stehen geblieben, kurz vor dem... Losritt. Ja, jawohl, wir haben ein Pferd geschenkt bekommen, was ja mega geil ist. Ich muss noch eine Kleinigkeit essen, meine Lieben. Scheiße, ist das schlimm? Kann ich das essen? Nee, das kann ich nicht essen. Hasenfleisch. Scheiße, warte mal, Nahrung? Dörrfleisch. Oh, wir haben Dörrfleisch noch. Das ist tipptopp. So. Wo steht denn unser Pferd? Einen Moment, ich will mal schnell gucken, was ist unsere Aufgabe. Erstatterhauptmann Bernhard auf dem Vorplatz Bericht. Das bist doch du. Sei gegrüßt, Hauptmann Bernhard. Können wir los? Bist du bereit? Ja, ich bin bereit. Ich bin bereit. Wo ist mein Pferd? Ja, Hauptmann. Gut. Folge mir, halt den Mund und tu genau das, was ich dir sage. Ich weiß nicht, was Herr Ratzig in dir sieht. Und es ist mir einerlei. Wenn du mit mir reitest, erwarte ich Gehorsam. Jawohl, Herr. Jawohl, Herr. Wider besseres Wissen haben sie sich entschieden, dir ein Pferd zu geben. Der Apfelschimmel neben meinem Hengst gehört dir. Kümmere dich gut um ihn. In den Sattel mit dir und folge uns. Hui, wir haben ein Pferd, wir haben ein Pferd. Das müsste der hier sein. Nee, das ist dem seins. Was? Ah, das ist wahrscheinlich... Nee, ich will aber das haben. Das ist viel cooler. Darf ich das haben? Aufsatteln. Wahrscheinlich nicht, ne? Und keine Trödelei. Also komm. Der ankommt, kriegt ganz auf die Rübe. Wir haben ein Pferd, meine Lieben. Gehe zu den, was? Zu deinem Pferd und sitz auf. Ich darf doch schnell vor. Dankeschön. Rechts vor links, meine Lieben. Folge den Männern nach Neuhof. Da müssen wir hin. Oh, und dann beginnt die Schlacht. Achtung, Pferd. Da ist... Genau. Sehr schön. Ist das ein weites Stück? Lass mal gucken. Neuhof. Ah, da oben. Oh, ich bin echt gespannt, ob wir da das Schwert kriegen. Wenigstens regnet es jetzt nicht mehr. Hey, wartet schnell. Ah. Oh, die geben ja richtig Gas da hinten. Oh, mein Pferd hat auch Leben, sehe ich gerade. Mal gucken, dass dem nichts passiert. Immer schön Essen geben und schön bürsten und die Hufe auskratzen und was man da nicht alles machen muss noch. Guten Morgen. Oder guten Mittag. Ich weiß gar nicht, wie viel Uhr haben wir es eigentlich? Keine Ahnung. Ja, ja, ja. Das letzte Mal haben wir uns ja mit dem Hans gut angefreundet. Das fand ich ja mega gut. Also cool. Ich bin mal gespannt, ob uns das noch sonst irgendwie weiterbringen wird. Aber hey, ganz ruhig, mein Freund. Nur weil du ein Ritter bist, heißt nicht, dass du da machen kannst, was du willst, ne? Haben wir da einen kleinen Apfelgaul, hm? Mann, hast du das Gefühl, du bist schneller, hä? Ja, ja, ja. Juhu, so geht das. Oh, wir sind gleich da, wir sind gleich da. Ich weiß noch, wo wir das alles mit dem Hans gelaufen sind. Das war eine Strecke. Ah, nee, das sind gar nicht die Leben vom Pferd. Das sind dem seine Ausdauer, sehe ich gerade. Das Grüne. Aber ich nehme an, dass das garantiert auch Leben hat. Ein bisschen eine schöne Landschaft hier genießen. Guck mal, da ist ein... Hügel und da ist unser Bogen, da sind Bäume. Da steht wieder ein Ritter, der ist sicher am Pinkeln gerade. Aber früher durfte man das ja auch noch in der Wildnis. Boah, es ist ja eine riesige Map hier, wenn man mal so überlegt. Ey, der gute Bernhard, der gibt da richtig Gas da vorne. Der will wohl als erster den Leuten auf den Deckel hauen. Das wollen wir nicht zulassen. Der will uns sicher noch das Schwert stibitzen. Oh, das geht aber auch auf den kleinen Finger hier die ganze Zeit da. So, mein Freund. Jetzt sind wir schon... Da, wir sind da, oder? Das ist doch hier. Du, du, du. Oh, nein! Hier liegt ein abgeschlachtetes Pferd. Das ist ein sehr, sehr schlechtes Zeichen. An der Stelle nochmal danke an die Leute, die auch so tatkräftig mich unterstützen bei Kingdom Come Deliverance und wirklich täglich meine Videos gucken. Freut mich echt mega, dass die bei euch ankommen. Und ja, mir macht es ja auch mega Spaß, das Spiel. Hat einfach eine gute Atmosphäre.
nicht immer nur so Action und Gekämpfe, ne? Okay, wir sind da. Jetzt bin ich gespannt. Ist dein Herr? In der Koppel. Großer Gott. Welche Bestien könnten so etwas tun? Was ist dir geschehen? Wieso? Jemand kam des Nachts und verstümmelte sie alle nacheinander. Das Schreien der Pferde muss Radek den Stalljungen geweckt haben. Er wollte sie aufhalten. Mein Gatte, er hat versucht, ihm zu helfen und wurde auch getötet. Als sie fertig waren, brannten sie den Stall nieder. Mein aufrichtiges Beileid, gute Frau. Wir werden diese Bestien fassen und sie für ihre Taten büßen lassen, das schwöre ich. Die Pferde waren noch am Leben, als ich kam. Wir erlösten sie von ihrem Leid. Jedes einzelne. Da war dieser Schmerz in ihren Augen. Sie verstanden nicht, warum jemand ihnen das angetan hat. Wurde etwas gestohlen? Ein Pferd? Gar nichts. Sie wollten Blut und kein Geld. Hatte dein Mann in letzter Zeit Streit? Fällt dir jemand ein, der Rache wollte? Er hatte vielleicht mal über den Preis eines Sattels diskutiert, sonst nicht. Gar nichts, was einen Menschen hierzu treiben könnte. Es sind finstere Zeiten, wenn wir mehr Güte in Pferden finden als in Menschen. Habt ihr etwas gesehen? Wie viele waren es? Oder wie haben sie ausgesehen? Wir haben niemanden gesehen. Hat jemand versucht, ihrer Spur zu folgen? Nein! Wir haben bis jetzt das Feuer bekämpft und selbst wenn, was könnten wir schon gegen jemanden ausrichten, der zu so etwas fähig ist? Die Pappen sollen sie holen. Aufsatteln und die Gegend durchforsten. Wir müssen herausfinden, wo sie hin sind. Sucht nach Spuren und fragt auch die Nachbarn, ob sie etwas wissen. Verflucht, irgendjemand muss diese Schweine gesehen haben. Ja, Herr. Was ist mit mir, Hauptmann? Was will ein Taugenichts wie du denn tun? Du bleibst hier. Bitte, lasst mich helfen. Ich könnte mich in der Gegend umsehen und auch nach Spuren suchen. Na gut, wenn's denn sein muss. Aber steh bloß keinem im Weg. Bleib in der Nähe und komm zurück, wenn du fertig bist. Okay, wir haben eine Aufgabe endlich. Oh, das ist ja mega, was die angerichtet haben. Nicht mehr normal. Was ist denn los mit denen? Sieh dich in der Gegend um, befrage die Überlebenden, finde heraus, wohin die Angreifer verschwunden sind. Gut, haben wir hier sicher wieder ein Questgebiet, wo wir das erledigen müssen. Genau. Dann erledigen wir das mal. Wo steht mein Pferd jetzt? Wie kann man nur so grausam sein? Scheiße. Aber wir sind wahrscheinlich hier reingeritten, nehme ich an. Nee, nicht mal wirklich. Na, okay. Oh, man kann sogar das Pferd stehlen. Okay, dann werden wir uns mal ein bisschen hier umsehen. Das ist doch nicht mehr normal. Guckt euch das an, die haben hier sogar, die haben nicht mal da hinten aufgehört, die haben hier weitergemacht. Armer Kerl.
Er muss hierher gekrochen sein. Wenn sie es auf die Pferde abgesehen hatten, müssten beim Hauptstall mehr sein. Boah, siehst du hier die Blutspuren? Der ist bis hierher gekrochen. Verdammt, guckt euch das an. Überall Blut. Davon liegt, glaube ich, noch ein totes Pferd. Also das ist richtig grausam, was die hier gemacht haben. Guck mal, das glüht sogar noch. Die haben ja nichts stehen lassen hier. Das ist ein Pferd hier. Einfach verkohlt. Mal in der Schmiede umgucken. Guck mal, da sitzt einer. Vielleicht können wir mal mit dem reden. Hier sind allgemein noch ein paar Leute. Boah, was die hier angerichtet haben, ist ja ein richtiges Massaker. Scheiße. Lass mal schauen. Geht es dir gut? Lass mich in Ruhe, geh weg. Das erste ist besser. Das zweite, ich werde mich um diese Bastarde kümmern. Machen wir das zweite. Du brauchst keine Angst zu haben. Mit deiner Hilfe finde ich diese Bastarde. Und dann werden sie bezahlen. Sie haben es verdient. Was willst du wissen? Sehr schön. Was ist hier geschehen? Was ist hier eigentlich geschehen? Die haben die Tiere getötet und... Warum haben sie sie getötet? Wie hat das angefangen? Denk genau nach. Wie hat es angefangen? Wir haben die Tiere gehört. Ihre Schreie. Dann Smil. Er hat geschrien. Und sie haben ihn getötet. Bist du sicher, dass es zuerst die Tiere waren und dann Smil? Und nicht andersrum? Ich bin sicher. Sowas habe ich noch nie gehört. Und ich werde es nie vergessen. Und was dann? Was geschah dann? Wir sind rausgerannt. Es war ein Durcheinander. Die Tiere sind verreckt, die Ställe haben gebrannt und überall diese Dämonen. Dämonen? Was, Dämonen, sagst du? Ach, nur Abschaum. Wertloser Abschaum. Wie viele waren es? Wie viele waren es? Nicht viele. Es sind bloß ein paar auf uns los, aber hinten waren mehr. Haben sich gegenseitig angebrüllt. Warum brüllten sie wegen des ganzen Lärms? Nein, irgendwas war passiert. Haben gestritten. Hinten? Wo? Beim Wald, Richtung Norden. Haben versucht wegzukommen. War ein großer, schwarzer, bekleideter Kerl unter ihnen. War unter ihnen ein haushoher Kerl? Ganz in schwarz? Dieser Halsabschneider! Dieser Teufel! Nie wieder will ich den sehen! Also war er hier! Blutrünstiges Scheusal! Wohin sind sie geflohen? Wohin? Wohin sind sie geflohen? Gen Norden, in den Wald. Sehr schön. Das wäre alles. Danke. Mehr muss ich nicht wissen. Okay, wir haben herausgefunden, wo sie hin sind. Sehr schön. Erkunde die Gegend nördlich des Gestüts. Ich glaube, wir sollten aber Bernhard erstmal vorher Bescheid sagen, nicht? Nee, nicht wirklich. Ich glaube, wir sollten die erstmal... Oder? Also unser Auftrag sagt, wir sollen... Diese sinnlose Brutalität... Sie schlachteten Menschen und Ross ab und doch scheint es, als hätten sie nichts gestohlen. Also wir gehen mal in den Norden und schauen mal, ob wir da was finden können. Aha. Diese Spuren stammen nicht von Tieren. Sie müssen diesen Weg genommen haben. Sehr schön. Also dann gehen wir mal in den Wald rein. Vielleicht finden wir sie.
Vielleicht sind sie noch gar nicht so weit weggekommen. Ja, aber wäre ja schon dumm, wenn die einfach da hinten ihr Lager aufgeschlagen hätten, nicht? Aber wir verlassen das Gebiet wieder. Müssen mal schauen, ob wir hier irgendwas finden. Hm. Nach was müssen wir hier Ausschau halten? Ich weiß nicht wirklich, zeig mal her. Erkunde die Gegend nördlich des Gestüts. Okay, dann bleiben wir halt wirklich mal hier in dem Gebiet und schauen uns mal um. Oh, ist ja echt aber übel, was die gemacht haben. Ah, hier sind ja noch Blutspuren, stimmt. Vielleicht ist einer verletzt von denen. Sie ging tiefer hinein, ganz bestimmt. Sie ging tiefer hinein. Hä? Ah ja, wir müssen echt der Blutspur... Ah, wir müssen der Blutspur folgen, sehr schön, okay. Das habe ich verstanden. Erkunde die Lichtung im Wald. Ich höre Stimmen. Da ist einer verletzt. Da vorne. Suche im Neuhof nach Rotschopf. Erkunde die Lichtung im Wald. Hm? Neuhof. Da muss ich jetzt hin? Echt jetzt? Suche in Neuhof nach Rotschopf. Was ist mit den Leuten? Oh cool, wir haben Pflanzen gefunden. Wo sind die denn? Ich will die finden. Wo sind denn die? Die Stimmen werden immer leiser. Ich glaube, ich bin schon vorbeigelaufen. Da! Was ist hier los? Meine Gebete wurden erhört. Oh shit. Gerade wollte ich meine Wut an ihr. Verdammt! Jetzt geht's ab. Okay, 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 du Bastard, Alter. Mich doch. Verdammt, ich habe nicht so viel Ausdauer gerade. Jawohl. Nein! Der legt uns um. Scheiße, scheiße, scheiße. Komm schon. Nein! Ah! Verdammt. Der hat uns erwischt. Okay, wir sind aber abgespeichert. Ich will die aber nicht entkommen lassen, aber der hat echt mega viel Leben, der Typ. Ich muss, glaube ich, gerade aus dem den Überraschungsmoment nutzen und den von hinten vielleicht irgendwie abmeucheln. Die waren gerade hier gewesen, oder? Nein. Ich werde nirgendwo hingehen. Oh, der Kerl hat mich ordentlich erwischt. Wie konnte das nur so schief laufen? Und wer zum Teufel hat die anderen angeschleppt? Verdammte Grünschnäbel. Wollen diesen Rotschopf vom Gestüt nicht kalt machen und schlitzen dich auf. Wir finden diese Bastarde und dann schicke ich sie persönlich in die Hölle. Komm schon! Oh, Mann! Wie viel Leben hat denn der? Hast weiche Knie bekommen, was? Nein! Der hat viel zu viel Leben! Oh,
Scheiße. Nein, das ist zu schwer. Oh, oh. Der macht einen Schlag und zieht uns ja die Hälfte der Leben ab hier. Oh, wir haben auch keine Chance gegen den. Wir könnten höchstens den probieren, ins Dorf zu locken. Komm mit. Kommt der mit? Der kommt mit. Nein! Komm her, du Weichei. Verdammt. Oh nein, der ist immer noch da. Komm schon. Das nennst du kämpfen? Nein. Warte. Ist okay. Leck mich. Scheiße. Wo ist das Dorf nochmal? Warte, eine Karte. Oh, wir sind auch vollkommen falsch. Mehr hast du nicht drauf? Nicht gut. Oh, verdammt. Keine Chance gegen den. Komm schon. Ich hoffe, die im Dorf helfen mir und gucken nicht einfach zu. Wir haben es gleich geschafft. Komm schon. Lauf! Der ist immer noch hinter uns. Nein! Och nee, Mann, das regt mich richtig auf gerade. Oh. Ich will den ins Dorf locken. Ich habe keine Chance gegen den. Das regt mich auf, dass ich nicht mal kämpfen kann, Mann. Scheißdreck hier, Mann. Ich probiere jetzt den nochmal irgendwie von hinten abzumurksen. Keine Ahnung. Warte, hier war das, gell? War doch hier. Ja, wir sind wieder draußen aus dem Gebiet. Ich mach's nicht mehr. Geh bevor uns einer findet. Mach dir wegen mir keinen Kopf. Du weißt, ich kann dich nicht hier lassen, wenn sie dich finden. Ich weiß. Ich wollte es ja selbst machen, aber ich habe nicht die Kraft. Was ist das für ein... Du bist zur falschen Zeit am falschen Ort. Nein, verdammt, ich habe keine Chance. Okay, was ich jetzt mache, ich renne jetzt ins Dorf. Los! Das nennst du kämpfen? Du bist tot. Ja, ich bin tot, ich weiß. Nein, was macht denn der? Warum haut der mir denn von hinten auf den Kopf? Ist der noch hinter mir? Ich brauche erstmal wieder ein bisschen Energie. Bitte helfen die mir. Komm schon. Da ist doch eine Wache. Nein. Mann! Hier. Oh, diese blöde Mauer. So, jetzt. Ey, guck mir jetzt nicht zu. Jetzt. Perfekt. Ja, wer ist jetzt der Schwächling, hä? Halt. Erstmal den sein Schwert. Ah, wir haben gekillt. Hui. Geil. Oh, wir sind total überladen. Nein. Okay. Easy Inventar. Ähm.
Okay, den haben wir gekillt. Jetzt reden wir mal mit dem Hauptmann. Steck die Waffe weg. Ja, tut mir leid. Wo ist denn der Bernhard? Oh, wir sind leicht überladen. So, mal gucken, was der zu sagen hat. Hab sie gesehen. Wen? Da ist ein Bandit in den Wäldern. Auf der Lichtung, nicht weit vom Nordtor entfernt. Entlang des Weges. Teufel, noch eins. Holen wir sie uns. Dann hab ich ja schon erledigt. Wir wissen, wo sie stecken. Folgt mir. Okay. Gar kein Problem. Leute, wenn ihr mal wissen wollt, wie es weitergeht, würde ich sagen, ihr schaltet morgen wieder ein, denn wir sind inzwischen schon relativ weit mit der Zeit. Was ist denn? Ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich über ein positives Feedback von euch freuen. Einen Daumen nach oben oder teilt meine Videos, das finde ich immer schön. Und ansonsten würde ich sagen, Leute, habt einen schönen Abend noch oder einen schönen Tag, je nachdem, wann ihr das Video guckt. Und hey, haltet die Ohren steif. Euer Nier, vielen Dank fürs Einschalten und ciao.